Wie kann ich eine Energiezelle informieren, bespielen und sicher sein, dass sie funktioniert? Nun, das ist die alte Methode, Versuch und Irrtum. Ich habe in den letzten Jahrzehnten viele Frequenzspektren ausprobiert und ich habe das große Vergnügen gehabt, erleben zu dürfen, wie diese Spektren unterschiedlich wirken und wie sie immer wirken. Und um diesen Wirkungsmechanismus überhaupt verstehen zu können, braucht man ein Grundverständnis von Physik, ein Grundverständnis von Ordnung, um also einen Körper zu haben, der sich optimal in dieser Umgebung, die wir haben, anpasst, orientiert er sich anhand von Umgebungsfeldern. Das heißt, wir haben eine unsichtbare Kraft, nämlich physikalische Schwingung, auch elektromagnetische Schwingung genannt oder Licht genannt, die uns hilft, immer wieder einen Anpassungsmechanismus vorzunehmen, der uns Ordnung erschafft. Wir sprechen in der Fachwelt von einer Reduktion von Entropie. Entropie bedeutet, dass es sehr viele Zufälle, sehr viele chaotische Elemente gibt und die brauchen wir, um uns zu entwickeln und uns zu verändern. Aber wir müssen aus diesem chaotischen Zustand immer wieder zurück in einen geordneten Zustand. Und dabei können uns eben Frequenzspektren helfen. Und die Art und Weise, wie die Energiezellen gebaut sind, berücksichtigen einerseits die Unterstützung der eigentlichen Organstruktur, also in diesem Fall der Zirbeldrüse, gleichzeitig eine Möglichkeit, die toxische Last, die durch die Umweltbedingungen entsteht, zu reduzieren und gleichzeitig die entgiftenden Organe, die dafür zuständig sind, so zu unterstützen, dass sie ihren Job optimaler gestalten. Es gibt dazu einen sehr spannenden Aspekt, wie man das unterstützen kann. Nämlich zum einen, indem man sehr gut geordnetes Wasser trinkt. Eine einfache Methode wäre dann, das Wasser 20 Minuten in die Sonne zu stellen. Dann hat es eine sogenannte hexagonale Struktur, kann also das speichern, was wir in der Zelle brauchen, um optimal zu funktionieren. Und das Schöne ist, die Zelle meldet dann zurück an die Zirbeldrüse. Das heißt, wir haben einen komplett Kreislauf, einen Zyklus erschaffen, der natürlicherweise vorgesehen ist, der aber durch zum Beispiel E-Smog oder auch viel negative Information gestört wird. Wir haben in der neurologischen Untersuchung gesehen, dass eben Menschen, die negative Gedanken haben, schlagartig in der bildlichen Darstellung inaktiv werden im Bereich der Zirbeldrüse und in der Sekunde, wo sie etwas Freundliches denken, tatsächlich das ganze Gebiet angeht. In solchen Bildern leuchtet es eben. Und es ist einfach eine normale diagnostische Möglichkeit, ein Gehirn zu untersuchen in seiner Aktivität.